Am 20. Juni trafen sich die rheinland-pfälzischen Delegierten von Bündnis 90 Grüne in Bingen zu ihrer Landesdelegiertenversammlung. Neben den grünen Basisthemen Klimaschutz und zahlreichen aktuellen und grundsätzlichen politischen Themen stand die Vergabe der Listenplätze für den kommenden Wahlkampf im Vordergrund. Im Vorfeld war es zu parteiinternen Auseinandersetzungen um die Anwartschaft zu Führungspositionen gekommen. Die Veranstaltung in dem Bingener Tageszentrum am Kulturufer war von heftigen Protesten und Demonstrationen begleitet worden. Alternative Energiegewinnung ist unsinnig, wenn sie genau das zerstört, was man eigentlich durch sie bewahren will. Etliche Bürgergruppen und Vertreter der inzwischen landesweiten Protestbewegung gegen ein Übermaß an Windrädern waren aus ganz Rheinland-Pfalz angereist, um sich gegen die Positionen der Grünen in der Energiewendepolitik sowie dem Naturschutz zu wenden. Schon im Eingangsbereich standen die Bürger spalier, doch zahlreiche Delegierte hatten es offensichtlich vorgezogen, lieber den Hintereingang zum Tagungsort zu wählen, um den Protesten so zu entkommen. Mit Kommentaren wie ausgeflippt, abgedreht, kommentierten manche Bürger den Auftritt der grünen Mandatsträger. Natur- und Landschaftsbild in Rheinland-Pfalz nachhaltig zu zerstören und mit bis zu 200 Meter hohen Windmühlen zu überdrehen. Allein für den Müll, um den zu vermeiden, gebe ich Ihnen das gerne. Das ist kein Müll. Gut, das ist natürlich eine Aussage. Wir wollen ein Atomkraftwerk, alles dumm und schlecht. Im Mittelpunkt der Proteste stand, wie schon bei früheren Veranstaltungen der Bürger gegen die Grünen, die Windkraft. Die Bürgervertreter aus nahezu allen ländlichen Regionen von Rheinland-Pfalz kritisierten das Vorgehen der Landesregierung. Die Gängelung und Bevormundung der Bürger durch die Partei bis hin zu anmaßenden Ernährungsvorschriften, aber vor allem auch der ideologisch geprägte und rücksichtslose Umgang mit der Windkraft im Lebensraum Natur standen im Fokus. Heute die Grünen haben ihre Ziele, haben unser gemeinsames Anliegen verraten. Sie betreiben zurzeit die größte Landschaftszerstörung, die es je gegeben hat. Ich komme aus dem Hunsrück und sehe, was passiert. Ich sehe die Dörfer, in denen die Menschen geduckt sind, in denen die Menschen paralysiert sind. Das neueste Beispiel Gornhausen. 260 Leute bekommen einen Windpark mit 19 Rädern vor die Nase gestellt. Das ganze Dorf ist paralysiert. Der Gemeinderat einstimmig dagegen, der Ortsbürgermeister dagegen. Besonders standen die grüne Wirtschaftsministerin Eveline Lemke und der grünen Abgeordnete Dr. Bernhard Braun unter Beschuss. Zum wiederholten Mal äußern wir Vertreter von rheinland-pfälzischen Bürgerinitiativen unseren großen Unmut über die von Ihnen zu verantwortende, politisch, sozial, ökologisch und ökonomisch fehlgeleitete Energiepolitik in Rheinland-Pfalz. Die von den Grünen betriebene Zerstörung einzigartiger Naturlandschaften durch Industrialisierung großer Waldflächen folge nur wirtschaftlichen Interessen. Das Einzige, was hier grün ist, sind schwarze Buchstaben auf grünem Papier. Höhepunkt der Proteste war die Rede des als BUND-Landesvorsitzender zurückgetretenen Naturschutzexperten Harry Neumann. Mit scharfen Worten wandte er sich gegen die systematische Aushöhlung des Artenschutzes.
Aus Machtgier erzählen sie den Menschen das Märchen vom grünen Wachstum und einem unbegrenzten Wachstum. Und deshalb sind sie für uns ein Auslaufmodell. Das infame Spiel von Technokraten, besonders auch der Grünen, hat funktioniert. Dass es in der Geschichte unseres Landes einen solchen Sumpf, solche Komplotte zwischen Politik, Industrie, Projektierern, Investoren, Betreibern, Bürgermeistern, Gemeinderäten und dieser Partei, die sich Grün nennt, und leider auch Genehmigungsbehörden, wie beim zügellosen Ausbau der Windindustrie. Dabei ist es ihnen nebenbei gelungen, Unfrieden zu stiften in unserem Land, Menschen und Gemeinden gegeneinander auszuspielen, ein Land zu spalten. Sie opfern unsere einzigartigen Mittelgebirgslandschaften, unsere für die Artenvielfalt so wichtigen Wälder, unsere Weitblicke, die ihnen fehlen, auf dem Altar ihrer grünen Ideologie in einer Art Ersatzreligion, losgelöst von Verstand, Vernunft und Logik. Abwählen! 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 Ausblicke in die Weite unserer Mittelgebirge sind ihnen nichts mehr wert. Landschaftsschutzgebiete, für uns Menschen geschaffen, Vogelschutzgebiete, werden auf dem Altar einer sogenannten Energiewende geopfert. Auf brutale Art und Weise werden historisch gewachsene Natur- und Kulturlandschaften, die unsere Väter und Mütter entwickelt haben, zerstört. Sie sind ein Generalangriff auf Natur, auf Kultur, auf Lebensräume und vor allen Dingen auch auf uns Menschen. Deswegen sage ich, abwählen jetzt! Abwählen! 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 Ich kenne viele dieser Ideologen in politischen Lagern. Vor allem bei den Grünen, die nach dem Verlust des Instrumentes AKW ein neues Instrument ihrer Ideologie für ihre Weltrettung gefunden haben. Ich kann jedoch bald die Ideologen nicht mehr von den Opportunisten und den Trittbrettfahrern unterscheiden. Das ist nicht von mir, ein Zitat von einem Grünen aus dem Kreis Neuwied. Sie ignorieren weiter die vielfältigen Fehlsteuerungsimpulse durch das Landesentwicklungsprogramm LEP 4. Silke Müller-Althauser von der BI Windkraftfreier Sohnwald kritisiert den regionalen Raumordnungsplan. Dieser gibt in bereits schwer durch Windkraft überfrachteten Gebieten weitere große Flächen frei, ohne dass die vorhandenen Windparks eingerechnet wurden. Ich habe gesagt, wir haben alleine in der Verbandsgemeinde Simmern über 5% Fläche ausgewiesen für Windkraft. Und jetzt kommt der regionale Raumordnungsplan und haut uns in der gesamten Region Rhein-Hunsrück weiterer 800 Hektar Vorranggebiete für Windkraft sozusagen in die Planung rein. Und die soll bindend sein. Das heißt, wir werden jetzt gezwungen, 800 Hektar umzusetzen, obwohl die Verbandsgemeinden ihre Flächennutzungspläne versucht haben, unter Dach und Fach zu bringen und somit aber auch im Umkehrschluss Ausschlussflächen für Windkraft zu definieren. Das wird ausgehebelt. Und ich habe ihm gesagt, es gibt ein Schreiben von seinem Ministerium, in dem drin steht, dass die Vorranggebiete gemäß des regionalen Raumordnungsplans entschieden würden von der Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald und dann entsprechend umzusetzen sind von den Verbandsgemeinden. Und alles, was darüber hinausgeht, das liegt natürlich in der kommunalen Selbstverwaltung der Gemeinden. Und das finde ich eine Schweinerei und das lehnt er ab, das wehrt er ab, damit hat er nichts zu tun. Er übernimmt überhaupt keine Verantwortung für diese Verspatelung in unserer Region. Im Hunsrück in der Gesamtheit haben wir über 3,5% im gesamten Kreis Rhein-Hunsrück, meines Erachtens. Aber alleine in der Verbandsgemeinde Simmern sind es über 5,7% Fläche, die bereits festgeschrieben sind im Flächennutzungsplan. Also mehr als das Doppelte, weil das Dreifache. Ja. Und Frau Lemke hat ja noch in einem Artikel der Frankfurter Rundschau von 2011, das war glaube ich im Juni, hat sie gesagt, nein, also maximal 2% Fläche wird ja nur bebaut mit Windrädern und der Rest bleibt frei. Und jetzt sind es alleine schon in der Verbandsgemeinde Simmern über 5% und kriegen zusätzlich, sollen wir jetzt noch Vorranggebiete kriegen über den regionalen Raumordnungsplan. Das ist die Sauerei und dafür übernimmt er keine Verantwortung und meint dann, er könnte mit uns nicht reden.
Aussage von Herrn Braun war aber eben, aber dafür stehen in Ludwigshafen null. Aber dafür stünden ja in Ludwigshafen null. Ja. Also, wir werden zu regenerativen Sonderzonen erklärt und die ländlichen Regionen, wo Wind weht, die werden zu Industriezonen umgewandelt, zu Lasten der Menschen, der Natur und der Bevölkerung. Man kann eigentlich nur noch wegziehen. Das ist die Konsequenz. Dankeschön. Bitte schön. Die stellvertretende Ministerpräsidentin traut sich Folgendes zu sagen. Wir haben Spaß an Technologie und wir lösen damit auch gleich noch die Klimafrage und das ist smart. Meine Damen und Herren, das ist der Inbegriff von Ideologie. Das ist einfach dumm. Das ist einfach Lepke.